Was geht ab, der Kanake mit der roten Jacke ist wieder einmal fresh vor der Kamera. So, lang ist es her, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Video hochgeladen habe. Ich glaube 5 Monate, 6, 7, 8, irgendwie so. Ich wollte euch mal ganz kurz aufklären, was so abgeht bei mir aktuell, wieso keine Videos kommen und warum ich einfach so verschollen bin. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen warum. Du kannst mir jetzt auch auf Instagram folgen. Ich bin weggezogen aus Düsseldorf so. Ich habe eine Ausbildung angefangen in einer anderen Stadt, sehr weit weg. Ja, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen wo. Ja, das will ich jetzt so nicht sagen. Jedenfalls habe ich jetzt eine Ausbildung angefangen als Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung. Und in dieser neuen Wohnung hier habe ich kein Internet. So, ich habe Internet so gemietet, so angemeldet bei Vodafone, Alter. Der Techniker war hier, so, Laurin war hier. Und ich war gerade in der Berufsschule und dann kam der Techniker, der so, Schokoseng, wo Büchse? Und dann war keine Büchse hier für den Anschluss. Und ja. Das blieb dann auch so, bis ich nach Hause kam und mir dann dachte so, was labern die, Alter? Meine Nachbarn haben auch alle Internet, wieso habe ich kein Internet? Dann habe ich überall geguckt so und dann habe ich so unter der Tapete so diese runde Büchse da gesehen, so, ne? Ich denke mir so, boah, muss der nochmal kommen. Habe ich das so aufgeritzt so und dann habe ich aufgemacht und dann gucke ich da rein. Einfach ein Loch, mehr nicht, einfach ein Loch. Einfach keine Kabel, kein Anschluss, kein gar nichts, so, ne? Ich denke mir so, bah, kann doch nicht sein, Alter, ne? Da wurde davon angerufen, ja, immer zu, so und so. Die so auf einmal, ja, so und so, geht nicht, okay, dann kündigt mich, habt ihr Pech gehabt. Ja, Arschkarte. Jedenfalls habe ich meinen Vermieter angerufen, ich so, ey, das geht nicht, ich mache eine Ausbildung als Programmierer und so, ich brauche mein Internet, wie geht das, Alter, ich kann das nicht so, ne? Und ja, der so, ja, wir klären das, wir machen das schon, und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und dann habe ich schon eine E-Mail geschrieben und wieder gewartet und wieder gewartet und wieder gewartet und letzte Woche hat er sich mir gemeldet, ich war im Urlaub so, ich war in Düsseldorf bei meiner Familie. Und ich so, ja, ich bin jetzt nicht da und so, dies, das, ja, melden die sich, wenn die wieder zurück sind, ja, gemacht, getan, jetzt bin ich wieder zurück, hab ihn heute angerufen und jetzt am Freitag kommt er raus, da gucke ich das an, der so, ja, wir müssen einmal ihr WLAN einmal hier messen mit dem Hotspot, mit dem Handy, du, ne, und ich so, ey, was für Hotspot, ich hab hier Hotspot, in diesem Kaff habe ich aber nur LTE, ich hab hier vielleicht, keine Ahnung, ich hab Upload, habe ich gut so, ne, so 10 Mbit so für Handy ist stabil. Aber Download, Bruder, ich habe noch nicht mal ein MB. Nicht mal ein MB habe ich so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist krank. Ich spiele Fortnite mit Ping von 300, Alter. Frag mal Jonas, diese Handpuppe, Alter. Und pakistanischen Shim. Den könnt ihr auch fragen. Jedenfalls kommt er am Freitag. Ich mache dir eine kleine Ansage. So, ich gucke so extra böse. So, ich sage so, ey, mach mal jetzt mein Internet dort. Dann sollt ihr das hier verlegen, dieses Dreckskabel, Alter. Und dann habe ich meine Ruhe. Und dann können wir auch gerne wieder ein bisschen streamen und ein paar Sachen machen. Videos, Omegle. Und jetzt brauche ich eure Hilfe, ihr müsst mir mal in den Kommentaren da lassen, worauf ihr alles Bock habt. So, ich habe ein paar Sachen geplant, ne? Ist nicht so, dass ich jetzt so untätig war. Okay, ich war mies untätig, aber ich habe mir Gedanken gemacht ein bisschen. Also ich kann euch eine Sache zeigen, so, ich habe mir was gekauft. Damit machen wir was. Ihr könnt ja mal, das Spiegel, ihr könnt mir mal in den Kommentaren da lassen, was ihr denkt, was ich damit vorhabe. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich habe mir sogar Erde besorgt, ehrlich. Ich habe mir einfach Erde besorgt. Einfach Erde und so Kokosdinge und so. Hier, ich zeig euch aus. Kokos, mal Kokos und so. Was ihr auf YouTube auch nicht wisst, ne? Ich trage jetzt mittlerweile Brille, Alter. Seit November, ich schwör's euch. Ich bin blind geworden. Ich bin Doktor. Nein, ich muss mir Kontakt mit ihm holen. Ja, das ist der Stand der Dinge so und ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in den Kommentaren da lassen, worauf ihr alles Bock habt. Jetzt schreibt nicht alle Omegle wird so oder so kommen. So. Ich meine, es gibt mittlerweile sehr, sehr starke Konkurrenz, muss ich dazu sagen. So, ne? Ich schwör's euch, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, ich habe mich behindert gelacht und ich denke mir so, ey, brutal, Alter, brutal. Aber ich muss sagen, der Erste, der auf diese Idee kam, was ich jetzt da gesehen habe, war Biggie. Also Brandon, der hatte diese Idee mit Filter gehabt, vor 2 Jahren schon. Da war Filter noch nicht mal in, Alter. Und der meinte, ey, Bruder, mach doch mit Filter. Nein, Bruder, scheiß mal darauf. Und dann habe ich einen anderen Kollegen, der Ozan, der Oblate, ne, der ruft mich an. Ich war auf meiner alten Arbeit. Er sagt, Bruder, ich habe heftige Filme, Alter. Ich so, was willst du? Ich will am Arbeiten. Er so, hör mal zu.
so, ein paar Leute verarschen. Wir machen mit mehreren Leuten so hier in Discord, dann gehen wir Omega, wir verarschen Leute so, ne? Dann ist so, ja, Bruder, jetzt ruft meine Mutter mich an. Hört man die Vibration? Wartet kurz. So. Jetzt habe ich den Faden einfach verloren. Danke, Mama. Egal, ich beende einfach dieses Video jetzt so sinnlos, so. Ihr wisst schon, was ich sagen wollte. Ah, genau, nein, warte mal, ey! Der Ozan, Alter! Ey, voller Film! Der ist ja, Bruder, so, wir verarschen Leute und so, ne? Und ich so, ja, Bruder, ja, ich bin dabei, so, ne? Ich sag euch ehrlich, ich hatte Bock drauf, aber ich hab keine Zeit gehabt, Alter. Ich hab keine Zeit gehabt. Ich war da voll am Hustlen. Und, ja. Jetzt hab ich gesehen, das machen mehrere Leute, das ist wohl krass viral gegangen, so. Aber Ozan war der Erste, der auf diese Idee kam. Und mit Filter war der Erste Brandon, Alter, ja. Puh, egal, scheiß drauf. Wir machen unser eigenes Ding, aber schreibt trotzdem in die Kommentare noch ein paar andere Sachen, die wir machen können, okay? Adi Allah.